Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecile hier und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Top 10 Parfümliste. Heute geht es um die Top 10 Frühlingsparfüms 2024. Wieder mal ein wichtiges Video, ne, mache ich ja zu jeder Jahreszeit. Deswegen abonniert gerne an der Stelle diesen Kanal, um auch die Sommer Top 10 im Sommer nicht zu verpassen. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich bin nicht in Frühlingsstimmung, so richtig Frühlingsstimmung ist noch nicht aufgekommen. Zumindest hier in Oldenburg nicht, es ist immer so 10 Grad und regnerisch und hey. Aber, come on, Winterstimmung ist auch schon nicht mehr wirklich da. Von daher mache ich jetzt früh dieses Frühlingsvideo, ne? Damit ihr rechtzeitig Bescheid wisst, was wirklich meine Empfehlungen für den Frühling sind. Frühlingsdüfte verbinde ich gerne mit Blumen, mit guter Laune und ja, weg von den süßen Good Morning-Düften des Winters zu etwas Neuem. Und ich habe mich tatsächlich bemüht, ein paar andere Düfte mal reinzupacken. Heute meine ich Marc Jacobs Fiesta, weil ich finde, viele Marc Jacobs Düfte sind perfekt für den Frühling. Daisy und Dot und Perfect sind wirklich richtig geil für den Frühling, aber die Zeit gefühlt ist ja. Deswegen diesmal ein paar andere Düfte. Die drei genannten Marc Jacobs Parfüms könnt ihr als Honorary Mentions sehen. Gut, ich würde sagen, lehnt euch zurück, genießt die Show und möge der Frühling starten. Platz Nummer 10 geht an Vera Wangs Princess. Ja. Princess von Vera Wang. Oh Mann. Das ist ein richtig schöner Duft. Wer noch so ein bisschen was Süßes, Extravagantes, Gourmandiges haben möchte, der kriegt es hier. Also wer von den Winter-Vibes nicht wegkommen möchte, kann es gerne probieren. Denn hier sind Gourmandige Elemente drin, aber auch so vieles, was eben halt an Frühling erinnert. Blumen. Früchte. Aber eben halt auch gemordige Aspekte. Eben halt hier Früchte wie Apfel, Guave und im Gegensatz aber auch Zuckergusstorte, Schokolade und ja, Vanillekuchen. Kombiniert mit ganz vielen verschiedenen Blumen. Eine Seerose ist hier drin, deswegen hat es auch so einen leichten Aquatischen-Vibe. Und natürlich auch Tourrose, Tiare Flower ist sowieso immer sehr tropical, urlaubsmäßig. Also hier kollidieren viele verschiedene Welten. Und wer jetzt denkt, oh, das ist Frankenstein-Duftindustrie, nee. Es riecht wie ein Fruchtshampoo. Also wer jetzt denkt, boah, das ist voll schwer, Good Morning Duft mit Schokolade, Vanillekuchen und so, nee. Alles relativ ausgeglichen. Schau ich wirklich ein girly Fruchtshampoo vor, wo diese ganzen Nuancen sich immer wieder leicht zeigen im Hintergrund und dann irgendwie trotzdem harmonisch miteinander auskommen. Das wäre Wagen Princess. Wirklich, Prinzessin-Duft. Kann man so sagen, so Disney-Prinzessin. Die sehe ich eigentlich hier. Und ich muss sagen, schöner, uniker Duft. Schon länger auf dem Markt, aber ich habe den noch nie irgendwo gerochen. Also, falls ihr den tragt, seid ihr auf jeden Fall sehr einzigartig, weil riecht schon echt besonders. Vera Wang Princess auf Platz Nummer 10. Hält übrigens 12 Stunden mit einer starken Mittelmeer-Assiage. Platz Nummer 9 geht an Noah von Cacharel. Ach, wer immer so Nivea-Creme und so liebt, der kommt hier wirklich auf seine Kosten. Denn hier bekommst du einen wunderschönen Nivea-Creme-Duft. Ist übelst cremig und feminin. Wirklich clean girl vibes. Gepflegt, feminin, sauber. Schwingen noch so leicht grüne Noten mit. Aber overall sehr cremig, sehr sauber. Sehr feminin. Aber es gibt einen Plot-Twist. Und zwar schwingt hier eine kleine Kaffeenote mit. Und Kaffee hat ja auch mal so eine cozy Note,
fühlt sie irgendwie geborgen und ja, einfach wie so ein warmer Hack, kann man so sagen. Und diese Kombination eben halt aus dieser Nivea-Creme, aus dem clean Feminin mit dem Kaffee, das kannst du nur feiern. Wirklich. Ach, so schön. Wirklich, nur von Cacharel. Hat sich die Stacks, ja, die ist eher so im schwächemittleren Bereich, aber hält trotzdem 9 Stunden. Und ja, so ein Klassiker, ein Duftklassiker, ne, gibt schon seit 1998. Aber ich finde, den kann man so gut tragen und ist so ein bisschen Vergessenheit geraten. Darum habt ihr mich, ne? Platz Nummer 8 geht an Anna Sui. Zwar Fantasia. Dieses Parfüm. Oh mein Gott. Das ist auch so ein Märchenprinzessin-Duft. Auch hier stelle ich mir so ein Disney-Märchenprinzessin vor. Oh, und der Duft ist so unique. Deswegen, heute mal, dieses Jahr mal keine Marc Jacobs. Die kommen nächstes Jahr dann wieder. Ich will euch einfach mal ein paar andere Düfte vorstellen, weil. Wow. Der Duft ist so unique. Du kriegst erstmal die Pink Pomelo, so eine Grapefruit-artige Zitrusfrucht. Sehr sauer, aber sehr unique. Kombiniert mit Schwarz-Johannisbeer. Fruchtiges Opening. Und dann wird das gourmandig grün. Man kommt wirklich so zur Presse. Und die hat immer so was Tanniges, Waldiges, Grünes an sich. Und dann hat man aber Himbeerpraline dabei. Tatsächlich wirklich was Süßes, Himbeermäßiges, Gourmandiges. Kombiniert mit ein paar Blumen. Eine Orchidee, Orangenblüte. Also, das ist wirklich ein fruchtiger Duft, der aber auch so waldig, tannenmäßig ist, trotzdem noch süß ist. Also wirklich wieder viele Welten, die aufeinandertreffen. Aber ich finde es richtig magisch. Der riecht einfach magisch. Fühlt sich wie so eine extravagante Disney-Prinzessin hiermit. Der Duft hält 8 Stunden. Aber die Sillage ist raumfüllend. Ich weiß nicht, warum dieses Parfüm so stark ist. Aber das kann was. Wirklich. Aber das Fruchtige mit den Süßen und einfach dieses Tannenartige mit der Zypresse. Einfach nur schön. Fantasia von Anna Sui. Platz Nummer 7 geht an Hermes und zwar Twilly von Hermes. Ingwer, Ingwer, Ingwer. Ihr mögt Ingwer? Ihr möchtet es erfrischt werden? Ihr möchtet so richtig gute Laune Ingwer-Blast haben in your face? Dann seid ihr hier in der richtigen Adresse. Wenn ihr dieses Parfüm sprüht, bekommt ihr erstmal Ingwer ins Gesicht geschmissen. Wenn der Duft sich so ein bisschen zettelt, habt ihr einen sehr femininen, tuberose Sandelholzduft. Sehr elegant, sehr klar, wie man zwar MS kennt. Und ja, sehr feminin durch die Tuberose. Aber am Anfang gibt es halt wirklich diesen würzigen Ingwerblast, der euch wachrüttelt, gute Laune macht, um durch die schwersten Zeiten durchzukommen. Das ist die Magie von diesem Duft. Erstmal wachrütteln und dann später feminine Eleganz zeigen. Das ist Trilly von MS. Ich mag das Parfüm echt. So simpel, einfach nur 3 Duftnoten und es funktioniert einfach. Es macht echt immer gute Laune. Perfekt für den Frühling. Weil viele verfallen ja in Winterdepressionen und wenn der Frühling kommt, sind meistens die Leute besser drauf und das verkörpert Trilly. Haltbarkeitsdauer 10 Stunden mit einer starken Mittelmaß-Sillage. Definitiv mal auschecken. Platz Nummer 6 geht an die Kommissarin der Parfümindustrie. Lady Million Empire von Paco Rabanne. Warum die Kommissarin der Parfümindustrie? Es riecht für mich wie eine gut gelaunte, junge Kommissarin. Ich sehe da immer Catriel von Professor Layton. Ach Mensch, das ist so schön. Wirklich, du bekommst einen Girl-Frucht-Blumenblast ins Gesicht. Kirschpflaume, Osmanthus, Vanille, Magnolie. Wirklich, Blumen mit diesem kirschigen, himbeerartigen Twist. Ach,
Aber dazu noch Cognac. Und Cognac wird ja gerne so ein bisschen mit Detektiven verglichen, in einen Pott geschmissen, ne? Detektive, Kommissare. Diese Vibes bekommst du hier wirklich. Eine junge, aufgeschlossene, energiegeladene Kommissarin, die sehr girly ist, aber ihren Job macht. Oh Mann, es riecht so schön. Wirklich, Lady Million Empire, ich liebe den Duft. Muss man Lust drauf haben, kann ihn nicht jeden Tag tragen, aber wenn man Lust drauf hat, dann schätzt du dieses Parfüm so doll wert und du wirst es lieben. Ich verstehe nicht, warum niemand über dieses Parfüm quatscht. So cool, aber das girly Blumen fruchtmäßig oder damit diesen Cognac-Twist. Feier ist. Kann ich nur empfehlen, wirklich. F schon Haltbarkeit mit einer starken Mittelmaß, ja. Parkour-Bahn. Enttäuscht mal wieder nicht. Platz Nummer 5 geht an Stella McCartney Pop. Da sagen manche, es riecht nach Barbie-Puppen. Aber ich sag euch, wie es riecht. Es riecht nach einem Blumengarten mit Tuberose. Und in diesem Garten wächst auch Tomatenstrauch. Ja. Es riecht nämlich auch nach Tomate. Wenn ihr schon mal im Garten wart, wo Tomaten angebaut werden, dann wisst ihr ganz genau, wo es riecht. Bubblegum, Tuberose, Tomatenstrauch, grüne Garten-Vibes mit kuscheligem Sandelholz und habt ihr Stella McCartney Pop. Sehr girly, sehr jugendlich, aber auch so ein gute Laune-Parfüm. Und ich weiß nicht, wenn durch so einen Garten geht, ne, von Großeltern, die ihm halt alles selber anbauen, das ist auch so ein Good-Feel-Moment. Und ich finde es fast perfekt zum Frühling. Aber diese Garten-Vibes kann ich echt nur empfehlen. Kaum einer spricht über dieses Parfüm. Für sehr underrated. Haltbarkeitsziel 8 Stunden mit einem mittelmäßigen Sillage. Aber echt auscheckungswürdig. Auf Platz Nummer 4 befindet sich von Marc Dion Christina Sweet Strawberry. Wir waren gerade beim Garten, ne? Das ist ein frisches Erdbeerfeld. Ein Feld, wo ihr frische Erdbeeren pflücken könnt. Einfach Frühling im Flakon, wie ich finde. Es riecht wirklich voll nach so frischen Erdbeeren. Und da hast du noch so ein bisschen kirmesartige Schokoladen-Vibes. Der Flakon tut ja so, als wäre es eine ummantelte, schokolierte Erdbeere. So schlimm ist nicht. Schokolade ganz wenig im Hintergrund. Und sonst riecht das wirklich so, als würdet ihr einen Korb voller frischen Erdbeeren gerade auf dem Erdbeerfeld gepflückt haben. Voll cool. Sehr verspielt, sehr girly. Aber Frühlingsvibes ohne Ende. Wirklich. Haltbarkeit ist ja auch so bei 10 Stunden. Siage ist im mittleren Bereich. Aber das kriegt man ganz günstig und ja. So ein kleiner Geheimtipp, also ein Geruch für Erdbeeren über alles liebt, checkt es mal aus. So Leute, Platz Nummer 3 geht an Miu Miu. Ich habe euch das Parfüm jetzt so lange verschwiegen, ich habe das bestimmt schon jetzt ein halbes Jahr, das leider im Winter gekauft und dachte mir so, das ist eins der schönsten Frühlingsparfüms ever. Aber ich muss noch warten, bis Frühling ist. Und jetzt ist es soweit, nach einem halben Jahr Wartezeit. Boah, Leute, jetzt mal for real. Ich kenne kein Frühlingsparfüm, beziehungsweise kein Parfüm, was so stark nach Frühling riecht wie das. Wow, ist auch schwierig zu beschreiben. Einfach ein Maiglöckchen-Parfüm. Ihr müsst wirklich Maiglöckchen lieben. Ich mag eigentlich Maiglöckchen gar nicht so gerne, aber hier fühle ich mich versetzt in eine Lagune. Lagune irgendwo in Thailand oder so. Das Meer ist beim Riff am Aufschlagen und so. Ich mache mir einfach einen schönen Tag in dieser thailändischen Küste und überall sind so Perlen, die man finden kann. Perlenketten, die verkauft werden. Diese Vibes kriege ich von diesem Parfüm. Wie soll ich das beschreiben? Das ist ein Maiglöckchen-Parfüm mit grünen, urlaubsartigen tropischen Noten. Ein bisschen Jasmin ist auch da. Aber es ist echt schwer zu beschreiben. Vor allem ist der Fokus auf diesen grünen Noten und dem Maiglöckchen.
Wenn ihr Maiglöckchen nicht mögt. Also ich mag Maiglöckchen eigentlich auch nicht. Checkt es trotzdem mal aus, weil es irgendwie sehr interessant und unique gemacht ist. Ihr wisst, Frühlingsparfüm Toplisten immer ein bisschen schwierig bei mir. Weil ich ja jetzt nicht so die eher florale Parfümliebhaberin bin. Schätzt die schon. Hin und wieder mal, aber es ist nicht meine Lieblingsduftrichtung. Aber ich muss sagen, wie die das hier umgesetzt haben bei Miu Miu, einfach nur geil. Blumig, frisch, urlaubsmäßig. Die Perle in der Lagune, Leute. Das ist Miu Miu. Die Perle in der Lagune. So toll umgesetzt. Ich kann es nur mal wieder sagen. Haltbarkeit ist hier bei 13 Stunden. Und die Sioche ist im oberen mittleren Bereich. Ich finde, ein Drydown wird dieses Parfüm sogar etwas maskulin. Also es ist ganz komisch zu beschreiben. Das ist so ein maskulinen Touch. Ich weiß nicht, wie es kommt, aber so empfinde ich das. Es macht echt einen interessanten Wandel durch. Aber wer blumige Düfte liebt, wer Urlaubsfeeling liebt, und das ist kreativ und toll umgesetzt. Der sollte sich wirklich Miu Miu mal anschauen. I love it. Platz Nummer 2 geht an Kilian. Good girl, gone bad. Lasst euch nicht vor den Namen täuschen. Denn das ist eigentlich ein ganz zahmer, blumiger Duft. Und zwar bekommt ihr Tuberose und Jasmin, Orangenblüte, bisschen Osmanentus. Wirklich. Und später kommt noch die Narzisse hinzu. Die ist dann so ein bisschen frech, out of the box, aber es ist wirklich ein schöner, toll gemachter Tuberosenduft. Also wenn ihr Tuberose liebt, das ist das Beste, was ihr kriegen könnt. Blumig, feminin, elegant und ein bisschen extravagant. Weil die Narzisse gibt noch so ein bisschen einen frechen Kick dazu, sag ich mal. Aber wirklich, einer der schönsten blumigen Düfte, die es auf dem Markt gibt. Hat auch so ein bisschen Tropical Vibes, weil viele gelbe Blumen wieder drin sind und Narzisse aus Mantos. Aber eben halt auch so ziemlich die besten weißen Blumen mit der Tuberose, Jasmin und der Orangenblüte. Ganz toll. Im Alltag gut tragbar und Frühlingsvibes ohne Ende. Weil Blumen signalisieren für mich den Frühling und hier ist es so toll umgesetzt, dass ich als die, die jetzt nicht unbedingt florale Parfüms appreciated, diesen Duft trotzdem sehr mag. Einfach nur cool. Erst halt ganz zahmer Blumenduft und dann kommt die Narzisse immer mehr zum Vorschein. Dann kommt das Bad Girl mehr raus, kann man das sagen. Weil ich sagen muss, es gibt Bad Girl-Düfte, die viel Bad Girliger sind als der hier. Es ist natürlich ein teurer Preis mit Kilian. Für die Leute, wo Geld egal ist, wo Geld keine Rolle spielt, ist ja egal. Deswegen, ein Nischenparfüm muss meine Liste drin sein. Hält trotz des tollen Preises leider nur 9 Stunden. Mit einer mittelmäßigen Sillage. Preis-Leistung bei Parfüm ist so eine Sache, aber vom Geruchscharakter her wirklich ein Blumentraum. Ein Blumentraum. Auf Platz Nummer 1, glaube ich, in jeder Frühlingsliste, natürlich wieder Pure Poison von Dior. Das Meerjungfrauenparfüm. Wirklich, stell euch eine Meerjungfrau vor, die an der Küste liegt, in unserer Muschel. Und ja, die ist voll feminin, elegant. Und ja, die genießt es einfach. Du hast hier nämlich echt auch wieder die tollsten weißen Blüten ever. Gardenia, so ja, Jasmin. Und im Opening ist es noch so ein bisschen fruchtig. Da ist nämlich Orange, Mandarine, Bergamot. Das ist auch zitrisch und fruchtig. Ansonsten das übelste Clean Girl-Parfüm. Riecht wirklich einfach nur feminin, clean, sauber, gepflegt. Und es ist so rein wie eine Perle, wirklich. Deswegen habe ich halt die Meerjungfrau im Kopf, die halt super gepflegt ist und in ihrer reinen Muschel liegt. Es ist einfach nur schön, wirklich. Einfach so clean, so feminin. Es verzaubert einen.
wie der Gesang einer Meerjungfrau. Haltbarkeit ist hier bei 10 Stunden mit einer mittelmäßigen Sillage. Aber wenn ich an einen Frühlingsparfüm denken muss, ein Parfüm, was für Frühling steht, dann ist es Pure Poison von Dior. Komplimentsgarantie ohne Ende übrigens. So, das war meine Top 10 Frühlingsparfüms. Ich hoffe, für euch war ein bisschen was dabei. Ansonsten schreibt doch gerne mal eure Favorites in die Kommentare. Welche Parfüms tragt ihr am liebsten im Frühling? Seid ihr schon in Frühlingsstimmung? Ich bin es nämlich nicht, weil dafür sieht es draußen immer noch zu düster aus. Ja, man hört schon, wie die nervigen Vögel singen. Ich hasse das immer im Frühling und Sommer, dass du irgendwie um 4 Uhr morgens von Vögeln geweckt wirst und um 17 Uhr auch wieder Krach ist. Es ist so schlimm hier, wo ich wohne. Aber naja, auch wenn ich persönlich kein Fangirl von Frühling und Sommer bin, machen diese Düfte wirklich Lust auf das, was kommen mag. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!